Moin, was los, Freunde? Ich hab's vor kurzem angekündigt. Wir spielen L.A. Noir. Wenn das nicht das perfekte Spiel zum Einschlafen ist, weiß ich auch nicht. Und auf geht's los. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück zu Games to Sleep To, heute mit dem grandiosen L.A. Noir, wobei grandios setze ich jetzt mal noch in Klammern. Ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, das Spiel nicht nach dem Einband. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, das einzige, was ich von dem Spiel bis jetzt gesehen habe, waren ein paar Szenen aus dem Trailer. Und da war mir auf jeden Fall klar, dass wir heute eventuell durch das Uncanny Valley galoppieren. Wer nicht weiß, was Uncanny Valley ist, hier ein kleiner Fun Fact. Als treue Zuschauer wisst ihr es natürlich, wenn das Jazz-Intermezzo erklingt, ist es Fun Fact-Zeit. Das Uncanny Valley, paradox erscheinender Effekt an dargebotenen künstlichen Figuren. Als Uncanny Valley, englisch unheimliches Tal oder Akzeptanzlücke, bezeichnet man einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz dargebotener künstlicher Figuren auf den Zuschauer. Ursprünglich von Masahiro Mori, einem japanischen Robotiker, als Phänomen des unheimlichen Tals, japanisch Bukimi no Tanigensho, 1970 beschrieben, bezeichnet er heute das Phänomen, dass die Akzeptanz von technisch simulierten, nonverbalem Verhalten durch Zuschauer vom Realitätsgehalt der vorgestellten Träger, Roboter, Avatare usw. so abhängt, sich jedoch nicht stetig linear mit dem Anthropomorphismus der Menschenähnlichkeit der Figur steigert, sondern innerhalb einer bestimmten Spanne einen starken Einbruch verzeichnet. Während man zunächst annehmen würde, dass Zuschauer oder Computerspiele ihnen dargebotene Avatare umso mehr akzeptieren, je fotorealistischer die Figur dargestellt ist, zeigt sich in der Praxis, dass dies nicht stimmt. Menschen finden hochabstrakte, völlig künstliche Figuren mitunter sympathischer und akzeptabler als Figuren, die besonders menschenähnlich bzw. natürlich gestaltet sind. Die Akzeptanz fällt der Theorie zufolge ab einem bestimmten Niveau des Anthropomorphismus schlagartig ab und steigt erst ab einem bestimmten, sehr hohen Grad wieder an. Die Akzeptanz wäre dann am höchsten, wenn sich die Imitation überhaupt nicht mehr von einem echten Menschen unterscheiden ließe. Yo, im Prinzip ist mit Uncanny Valley dieser Punkt gemeint, wo ihr eine künstliche, in dem Fall Spielfigur seht, die von ihrer Bewegung her oder von ihrem Aussehen so realistisch ist, dass sie euch fast lebendig vorkommt, aber es ist trotzdem, es bleibt so ein klitzekleines, merkwürdiges Gefühl bei der Sache. Das letzte Mal hatte ich dieses merkwürdige Gefühl, also dieses Uncanny Valley, diese leichte Lücke zwischen Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz. Bei Rogue One, den habe ich vergangenes Wochenende gesehen, da hat man den Peter Cushing, seht ihr hier im Bild, den Groß Moff Tarkin, oder in Rogue One ist er nur Moff Tarkin. Der ist ja leider schon gestorben, der Schauspieler, den hat man halt durch CGI ersetzt. Und obwohl der so richtig gut aussah, also er sah wirklich gut aus, hat man trotzdem so ganz leicht dieses merkwürdige Gefühl gehabt, wenn der sich bewegt hat. So, auf diesem Still sieht er jetzt, sieht wunderbar aus, aber in dem Moment, wo der sich bewegt, passiert irgendwas im Kopf. Und genauso leider mit der guten Carrie Fisher, die man am Ende von Rogue One sieht, die zwar zu den Dreharbeiten von Rogue One noch gelebt hat, aber mittlerweile natürlich von uns gegangen ist, Gott hab sie selig. Ja, die CGI sieht wunderbar aus, aber leider bleibt halt dieses Uncanny Valley Gefühl in einem zurück, wenn man sich das so anguckt. So, und warum spreche ich bei L.A. Noir davon? Das werdet ihr gleich sehen. Was ich im Trailer gesehen habe, sind die Gesichtsanimationen so realistisch und so detailreich wie noch niemals zuvor.
Aber dadurch, dass die Figuren an sich nicht so toll qualitativ sind, ja, das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, entsteht halt dieser merkwürdige Twist im Gehirn zwischen total realistischem Gesicht und merkwürdigem Körper. Und ich denke, dass sich da so dieses typische Uncanny Valley-Gefühl breit macht. Yo. Warum L.A. Noir heißt? L.A. Noir spielt meines Erachtens in den 20er, 30er, 40er Jahren in Los Angeles. Ich weiß nicht genau wann. Und zu dieser Zeit gab es eine Reihe von Kriminalfilmen. Und die haben das Genre des Film Noir begründet. Und daher kommt wahrscheinlich einfach der Titel. Wer nicht weiß, was Film Noir ist, hier ein ganz kurzer Fun Fact. Ah, Fun Fact Zeit, schöne Zeit. Ich liebe dieses Jazz-Intermezzo. Film Noir, französisch für schwarzer Film, ist ein Terminus aus dem Bereich der Filmkritik. Ursprünglich wurde mit diesem Begriff eine Reihe von zynischen, durch eine pessimistische Weltsicht gekennzeichneten US-amerikanischen Kriminalfilmen der 40er und 50er Jahre klassifiziert, die im deutschen Sprachraum auch unter dem Begriff schwarze Serie zusammengefasst werden. Üblicherweise wird Die Spur des Falken von 1941 als erster und Im Zeichen des Bösen von 1958 als letzter Vertreter dieser klassischen Ära angesehen. Die Wurzeln des Film Noir liegen aber in erster Linie im deutschen expressionistischen Stummfilm und der US-amerikanischen Hardboiled-Kriminalliteratur der 20er und 30er Jahre. Dementsprechend sind die Filme der klassischen Ära üblicherweise durch eine von starken Hell-Dunkel-Kontrasten dominierte Bildgestaltung, entfremdete oder verbitterte Protagonisten, naja, das werden wir später sehen, sowie urbane Schauplätze gekennzeichnet. L.A. Sag ich doch. So, und jetzt, ohne weitere Umschweife, würde ich sagen, wir starten die Stoppuhr. Moment, das war natürlich falsch. Und begeben uns ins Spiel. Und auf geht's los. Kleine Ladezeit. Mein Spielstand wird erstellt. Sehr schön. Neu. Extras. Neu oder Extras? Mehr kann ich anscheinend nicht. Gehen wir mal kurz in die Extras. Autosalon und Credits. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich meine erstmal sehr, sehr geiles Optionsmenü. Sieht richtig gut aus. Ich würde aber gerne den Sound einstellen, weil ich habe das Gefühl, dass das Spiel eventuell viel zu laut ist und ihr mich gar nicht mehr hören werdet. Nun gut, wir werden das sehen. Jetzt fangen wir erstmal ein neues Spiel an. Da das Spiel sehr dialoglastig ist, werde ich wahrscheinlich auch echt oft einfach den Mund halten. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Okay, ihr seht schon. Die Grafik. Wherever man can own his own home, and have room to breathe, not be overlooked by his neighbors. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Sieht aber trotzdem irgendwie geil aus. Das hat so diesen Fallout-Charme. The city of opportunists. The city of dreams. Where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. Achso, ich muss übrigens im Nachhinein Musik für euch drüber legen, weil die Ingame-Musik nicht mit aufgezeichnet wird. Das ist mir vorhin beim Testen aufgefallen.
Das ist sehr schade, weil die Musik ist halt sehr stimmig. Das ist so 20er Jahre Jazzmucke. Mal schauen, ob ich da was Passendes im Repertoire habe, wenn ich nämlich einfach unsere typische Jazzmucke, die ich fürs Intro benutze. Aha, da wohnen wohl die Freimaurer. Da war das All-Seeing Eye eben auf dem Dach. So, mit diesem stimmungsvollen Intro. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Und da sind wir schon mitten im Spiel. Das ist sehr, sehr schön. Das ging schön fließend. Stimmungsvolles Intro. Ich muss jetzt gerade mal ganz unromantisch. Ich könnte eigentlich. Ne, ich will mir die Musik nicht selbst komplett ausschalten. Aber ich mache sie mal auf jeden Fall runter. Die Dialoge. Ja. Ich würde sagen, wir machen es mal so. Wir sehen es ja gleich. Es ist die erste Episode, in der wir jetzt L.A. Noire spielen. Wenn meine Stimme zu leise sein sollte oder das Spiel zu leise, dann werde ich das halt für die kommenden Episoden dann entsprechend anpassen. Also verzeiht bitte, wenn das jetzt nicht optimal ist. Ich möchte jetzt nicht ständig raustappen, kontrollieren, wie ist der Ton und dann wieder reintappen. Das würde zu sehr nerven. Ich stelle das jetzt einmal hier kurz ein und dann legen wir einfach los. Ich habe die Untertitel lasse ich natürlich für euch an, weil ich nicht weiß, ob jeder unbedingt so firm ist, was das Englisch angeht. Sound habt ihr gerade gesehen. Nee, auf was wollte ich hinaus? Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, interessant fand ich, dass man hier auf Schwarz-Weiß umschalten kann. Was natürlich für so einen Film noir eigentlich dann auch richtig wäre. Was übrigens typisch für Film noir war, eben am Anfang dieser Sprecher. Das ist auch so typisch. Das kennt ihr vielleicht auch aus Watchmen, was ja unter den Superheldenfilmen auch eher so ein Film noir ist, wenn der Rorschach durch die Stadt läuft und spricht dann so aus dem Off. So, L3. Mache ich die Sirene an. Oh, es ist rot. Okay, keine Sirene. Wir müssen zu dem gelben Fähnchen. Dann biegen wir jetzt mal hier rechts ab. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. So, hier ist wieder rot. Ich halte mich jetzt der Atmosphäre willen so ein bisschen an die Verkehrsregeln und so, bis wir uns an das Spiel gewöhnt haben. Da habe ich die Grünphase verpasst, beziehungsweise den Wechsel verpasst. Boah, das Auto fährt sich ein bisschen schwammig, erinnert so ein bisschen an GTA 4 von der Steuerung her. Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue.
Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places here to be. Happy hunting. Also, die Gesichtsanimation bzw. die Synchronisation ist ja... Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. Also die Lippensynchronität und die Mimik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schon mal ein Spiel gesehen habe, in dem das besser war oder realistischer war als hier. Ich meine, klar, das ist jetzt definitiv keine State-of-the-Art-Grafik. Wir können ja mal hier... Das ist natürlich... ich weiß nicht, das Original war, glaube ich, in 720p. Das ist natürlich jetzt hier auf 1080p von den Texturen her aufgeblasen. Vielleicht an einem 4K-Fernseher habt ihr vielleicht schon 4K-Texturen. Ich habe keine Ahnung. Also man sieht schon, dass die an dem Spiel was gemacht haben. Aber... mal abgesehen von der Grafik eher, also diese Gesichtsanimationen, die gehen mir ja richtig ab. Da kriege ich ja Gänsehaut, so gut sind die. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. Was unheimlich nervt, sind oben links diese Hinweise, die ganze Zeit aufpoppen. Ich komme halt auch gar nicht dazu, das alles zu lesen, schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Das sind teilweise achtzeilige Hinweise und die sind irgendwie 3 Sekunden eingeblendet. Wer das im Spiel schafft, das zu lesen. So, also wir sind jetzt hier zu einem Mord gerufen worden. Und gehen jetzt halt hier zu dieser blutverschmierten Tür. Toll. Da war eben ganz kurz drücke Quadrat. Wahrscheinlich, wenn ich in der Nähe auf Objekte in der Nähe, die man untersuchen kann, wenn mit einem akustischen Signal oder bla, das kann ich nicht so schnell lesen. Verdammt. Geht mir das auf den Keks. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Okay, also ich könnte hier den Bereich jetzt nach irgendwelchen Hinweisen abscannen. Ich sehe nur, dass da oben die Lampen, die Scheiben eingeschlagen sind, aber das wird wohl einfach dem Alter des Gebäudes geschuldet sein und weniger dem Mord, der hier passiert ist. So, ich öffne mein Notizbuch. Personen, Hinweise, Orte. Ich konnte den Hinweis oben links nicht lesen. Das war gut. Wähle Hinweise, um alle gefundenen Hinweise anzeigen zu lassen. Wieso blinkt hier die ganze Zeit mein Handy? Ah. Weil mir der Alex wieder irgendwelche Sachen über Star Wars Episode 8 schreibt. Er kann es einfach nicht gut sein lassen. Der Film ist gut, so wie er ist. Ja, das mit dem Licht hier sieht ganz gut aus. So, wir wollten jetzt eine L oder Wischen nach oben und unten. Okay, also ich kann hier mit dem Touchpad meines Controllers kann ich hier umblättern. Das ist ganz nett gemacht. Könnte hier auch direkt anwählen zu Hinweisen. Blutfleck. Ah, okay. Also er blättert immer dahin. Das ist aber ein bisschen komisch gemacht, oder? Ich gehe auf Hinweise, er blättert auf der ersten Seite sind die Hinweise. Ich gehe auf Personen, auf der ersten Seite sind die Personen. Da könnte der doch jetzt auch 2-3 Seiten weiter blättern. Also wir haben hier 3 Personen. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde,
Was heißt merkwürdig? Das ist mir ein bisschen zu realistisch. Seht ihr das? Ich bin jetzt in den Schein von der Taschenlampe meines Partners gegangen und jetzt kann man die Sachen auch besser lesen. So, also unser erster Fall heißt Tod im Spiegel. Mein Partner ist der Ralph Dunn. Und ich kann hier, wie gesagt, die Personen mir angucken. Wir haben hier einmal den Scooter Putin. Männliches Mordopfer. Schwarz. Zwei Schüsse aus nächster Nähe. Das ist so viel, wie wir wissen. Unser Mordverdächtiger. Großer weißer Mann. Zeugenbeschreibung. Achso, nee. Und der Detective Floyd Rose. Floyd natürlich, meine Fresse. Das ist aber echt nicht so gut lesbar von hier. Alter 42, das ist wahrscheinlich unerheblich, ist der Ermittler der Mordkommission und war als erster am Tatort. Könnte natürlich sein, weil der ein großer Weißer ist, dass er das selbst war. So, Beweise durchgehen. Wir haben hier einen Blutfleck gefunden und Blutspritze an der Tür und auf dem Boden der Gasse. Ihr erinnert euch vielleicht, was ich eingangs gesagt habe. Habe ich das eigentlich hier in dem Opener gesagt? Ja, ich glaube. Ich denke, L.A. Noire ist ein Paradespiel für dieses Format. Ja, es ist eigentlich ein typisches Einschlafspiel, weil dadurch, dass man so viele... What do you think? Have a good look around. It could be anywhere. Weil man so viele Sachen sich hier angucken muss, durchlesen muss, etc. Könnte das ein sehr langwieriges Spiel werden. Ja, wie gesagt, ich wusste vorher nichts über das Spiel, nur das Setting. Aha, da oben liegt eine Knarre. Wie hat er die denn jetzt gesehen? How the hell did you see that? Fragt der Partner ihn auch gleich. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Okay, alles klar. Also wir haben jetzt da oben. Ach so, nein, da liegt keine Waffe im Fenster. Das ist die Reflexion einer Waffe. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Das ist das realistisch, dass man da so die Reflexion sieht? Wenn die Waffe auf dem Dach liegt, die muss dann... Können wir nicht einfach die Tür hier reingehen? What kind of chumps do these homicide guys think we are? Okay, ne, hier kann ich mir nur den Dings angucken. Kann man hier sprinten? So, wo ist mein Partner? Der macht hier rum. Ich gehe mal davon aus. Ah, guck mal, vielleicht kann ich die Regenrinne hochklettern. Oh, ihr habt es wahrscheinlich jetzt übers Mikro gehört. Da ist, Action überspringen. Wie Action überspringen? Schießereien, Schlägereien und Verfolgungssequenzen können nach mehrfachem Fehlschlagen... Achso, ja okay, nach Fehlschlägen ist klar. Was ich machen wollte, war... Oh, Zielhilfe. Bam. Das mache ich eigentlich, wenn eine Zielhilfe in einem Spiel drin ist, mache ich die immer erstmal auf hoch. Und wenn das gut funktioniert, kann man sich immer noch rantasten. Andere Leute machen es andersrum, die machen es erst aus und wenn sie es ohne nicht schaffen, dann machen sie es wieder an. Was ich aber jetzt eigentlich gesucht habe, war die Vibration des Controllers auszuschalten, weil ihr habt es vielleicht eben übers Mikro gehört, weil mein Mikrofon ist ja zwischen mir und meinem Controller und da habt ihr eventuell das Vibrieren des Controllers wahrgenommen. Das ziemlich heftig war jetzt beim Hinaufsteigen. Hört ihr das? Ja, das ist mir echt unangenehm. Ich hoffe nicht, dass das euch komplett jetzt aus der Atmo rausbringt.
Ah, okay, also hier im Fenster habe ich den Revolver gesehen, das kann natürlich gut sein. How you doing, Cole? Found it yet? Das ist natürlich sehr, sehr professionell, dass er die jetzt erstmal so in die Hand nimmt. So ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie seine Fingerabdrücke drauf wären oder so. Gut. Also, benutze L oder ziehe über das Touchpad, um ein Objekt zu manipulieren. Ah, okay, ich kann das Objekt hier drehen. Weiß nicht, was mir das bringt. Ah, okay. Serial S71893. Okay, also wir haben jetzt die Seriennummer. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Okay, da seht ihr, zwei Schüsse wurden abgefeuert an den Bleiplättchen, die da sind. Könnt ihr die Einschläge sehen, die der Hammer hinterlassen hat? Merkwürdig, dass der eine volle Waffe weggeworfen hat. Ich finde es generell fragwürdig, dass der die Waffe in der Nähe des Tatortes aufs Dach geworfen hat. Ich wäre irgendwie drei Blocks weiter und hätte die da in einen Müllcontainer geworfen, wo ich weiß, dass die demnächst von der Müllabfuhr abgeholt wird und fertig. Naja. So, Smith and Wesson Revolver. Seriennummer so und so, zwei Schüsse abgegeben. Okay, das ist ja. Vorher wurde uns gesagt, das Mordopfer hat zwei Schüsse aus nächster Nähe bekommen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber das lässt natürlich drauf schließen, dass es sich tatsächlich um unsere Mordwaffe handelt. Hier liegen irgendwelche Gegenstände, ich weiß nicht, ob die von Belang sind. Hier ist so eine Art Eimer oder was. Ihr habt euch auch gerade gefragt, ob man vom Dach fallen kann, richtig? Als er so komisch gewackelt hat. Na, ich glaube, er ist nur über den Eimer gestolpert. So, soll ich mir jetzt hier noch was anderes angucken oder gehen wir nach unten? Die Waffe auf Fingerabdrücke untersuchen lassen ist wahrscheinlich obsolet. Weil meine Commendation. Show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Okay, also die Gesichtsanimationen sind jetzt nicht so aufregend gewesen. Lag vielleicht am Licht. Benutzt ein Notizbuch, um dein nächstes Ziel einzustellen. Wahrscheinlich Orte. Waffenladen. Er hat aber doch eben gesagt, dass wir zurück zum Revier fahren sollen. Wieso soll ich denn jetzt? Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Okay, also Wake up, Cole. Im Prinzip hätte ich jetzt quasi aufs Revier gehen können, mein Beweisstück einfach abgeben und die Anzugträger, wie sie die Kriminalpolizisten nennen, quasi den Rest machen lassen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, zu dem Waffenladen zu fahren und der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Was ist das für ein Pinsel? Oder ist das eine Zigarette? Was habe ich da gefunden? Wieso kann ich das nicht näher untersuchen? Der kann mir doch nicht hier einen Hinweis anbieten. Und dann hebe ich den auf und passiert nichts. Naja gut, wir müssen ja jetzt hier nicht jeden Stein umdrehen. Wir fahren zu dem Waffenladen.
Ja, es ist echt schade, dass ihr die Mucke nicht hören könnt. Die ist natürlich ziemlich atmosphärisch. Aber das ist so typisch Rockstar Games. Bei GTA 5, die Mucke hört man ja auch nicht, wenn man das aufzeichnet. Die sind da ziemlich anal, wie der Franzose sagt, was das angeht. So. Was ich recht angenehm finde, ist, dass nicht so eine nervige Spur oder irgendwas auf der Straße angezeigt wird, sondern dass man halt nur diesen unauffälligen kleinen Kompass hat, unten links in der Ecke, und man sich dann halt durch die Stadt schlängelt. Das finde ich angenehmer. Okay, ich kann bei Rot fahren, mir passiert nichts, ich bin ja die Polizei. Okay, hier kann ich die Kameraansicht wechseln. Ja, das ist ja toll. Zwei Kameraansichten. Wieso gibt es keine Cockpit-Ansicht? Ach, ich hasse es. Das nimmt mich auch so ein bisschen aus dem Spiel raus, wenn ich hier so ein ferngesteuertes Auto fahre. Naja, gut, bei GTA hat es mich ja auch nicht gestört. Aber ich bin halt jetzt das Autofahren von Gran Turismo gewohnt. So, wie vorhin schon prophezeit, am Anfang hält man sich noch an die Verkehrsregeln und dann will man einfach nur schnell von A nach B kommen. Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, welches der kürzeste Weg ist. Aber ich denke, dass wir die Orte früher oder später kennenlernen. Ah, das nach hinten schauen. Ah, das war die Sirene, sorry. Ich probiere hier die ersten durch. Oh, da ist eine schöne Straßenbahn. Falls ihr euch wundert, also die Fahrzeugsounds sind tatsächlich so, ich sag mal, zurückhaltend. Da sind wir am Waffenladen. Okay, jetzt habe ich es natürlich doch getan. Ich habe kurz rausgetappt und habe euch hier stehen lassen und habe mir gerade mal die Aufzeichnung der ersten 20 Minuten angeguckt, um zu sehen, wie laut das Spiel ist. Und ich denke, wir können durchaus wieder ein klein bisschen lauter werden. Das dürfte machbar sein. Und mir ist aufgefallen, dass offensichtlich die Musik doch aufgezeichnet wird. Nur die Menümusik vorhin, als ich die Probeaufnahme gemacht habe, die ist irgendwie nicht mit übertragen worden. Da hat sich es wahrscheinlich bei der Menümusik um eine kopierrechtlich geschützte Geschichte gehandelt. Und im Intro zum Beispiel war jetzt Musik für euch zu hören. Also sorry, falls ich euch da verwirrt habe, aber in der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe, war, wie gesagt, keine Mucke drin. What now? Have a word with the owner. He ought to have the guy who bought the weapon registered. Was ich cool finde, ist, ich habe jederzeit die Möglichkeit, auf die Quadrattaste zu drücken und bekomme dann von meinem Partner gesagt, was quasi Phase ist, wenn ich mal vergesse, was zu tun ist. Das ist sehr angenehm. Hat eine Tür einen goldenen Türgriff, kannst du hindurchgehen. Das ist eigentlich auch eine interessante Tatsache, weil das bedeutet ja, egal wo in der Stadt ich Türen mit einem goldenen Griff sehe, kann ich die Läden betreten. Officer Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel plated with pearl grips. Achtet mal auf die Kameraführung. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special. Sorry. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ja, was ich sagen wollte, also die Kameraführung ist wieder so typisch Rockstar. Auch dieser Umschnitt, wo man dann von unten durch die Vitrine nach oben gesehen hat, richtig cool.
Also. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Alter, das ist ja echt. Ich muss jetzt gucken nach einem Modell 27 mit Perlengriff. Okay, da vorne seht ihr die Nummer, ne? Hier gibt's nur eine 27 und die hat einen gemaserten Walnussgriff. Und hier, da haben wir noch eine 27. Und die hat einen Perlmuttgriff. Die hat einen Errol Schröder gekauft. Ist ja eine geile Namenskombo. Errol ist eigentlich so ein typisch türkischer Vorname. Und Schröder, naja, klingt ziemlich deutsch. We're in luck. Errol Schröder, 203 South Gless Street. Ordered the gun in February 46. Okay, thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Wir befinden uns also in den 40er Jahren. Der hat die Waffe im Februar 46 bestellt. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Okay, den Waffenladen hat er jetzt abgehakt. Dann markieren wir uns jetzt Errol Schröders Wohnsitz. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr die coole Mucke jetzt auch hört. Naja, das sehe ich ja dann später. Wow! Verzeihung, Miss. Merkt euch mal, Frauen immer über die Straße gehen lassen. Weil wie wollt ihr ihnen sonst auf den Hintern gucken? Geht ja nicht. Guck mal, hier ist ein Schnapsladen. Hat der eine goldene Tür? Ja, die verwaschenen Texturen, muss ich sagen, ich weiß halt nicht, wie es bei Tag aussieht. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Okay, Freunde, so blöd wie es für euch ist, wenn ich hier ständig ins Menü gehe. Aber ich muss die Mucke ja viel leiser machen. Das ist ja... Ich habe ja kaum die Dialoge verstanden eben. So, ja, was wollte ich sagen? Also die verwaschenen Texturen stören mich jetzt schon. Ich als alte Grafikhure tu mir da ein bisschen schwer. Zumal ich halt GTA 5 gespielt habe und das sieht um Längen besser aus. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier bei Tag aussieht. Aber nachts sieht es auf jeden Fall übel aus. Wo war nochmal die Karte? Es gab doch hier eine Karte. Da gibt's eine Karte. Ich wollte nämlich gerade gucken, hätte ja sein können, dass man hier irgendwie durch muss. Also ich muss nach links... Und dann über die Brücke, aber hier geht die Straße unter der Brücke durch. Sehe ich das richtig? Also müssen wir eigentlich hier auf die vierte. Das heißt, ich muss nach links, erste Gelegenheit wieder links und dann rechts und dann rechts. Oh Gott, hoffentlich kann ich mir das merken. Also... Wir fahren die erste, ja, da vorne sehen wir schon die Straße. Fahren die erste hier links. Oh, ouch, Entschuldigung. Dann hier rechts. Und hier auf die Brücke. Und dann sind wir auf dem richtigen Track. Ich finde es interessant, wie stark mich das Spiel an Mafia 1 erinnert. Mafia 1 hat ja in einem fiktiven New York gespielt, aber auch so in
30er, 40er Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, das erinnert mich irgendwie ganz krass dran. Auch wenn wir jetzt auf der anderen Seite spielen. Nicht auf der Gangsterseite. Oh cool, da gibt's eine Tankstelle. Oh! Lass mal in die Tanke fahren. Das war ja ein bisschen merkwürdig, dass ich mich jetzt auch aus der Beifahrertür gequetscht habe. Okay, der Griff ist nicht golden, der ist grau. Was schade ist, ich glaube, es gibt keine Rennen-Taste. Also es ist definitiv ein Game to Sleep to. Das ist sehr, sehr gemächlich. Bin mal gespannt, wie die Action-Szenen sind. Ja, das ist auch so ein bisschen GTA-Style, wenn man ins Auto steigt, geht die Mucke an. Das ist ein ziemliches Industriegebiet, wo der Typ hier wohnt, oder? Ich weiß nicht, ob da Wohnhäuser dabei sind. Wow. Ob es hier eine Handbremse gibt? Nee. So, hier steht No Parking. Da stellen wir unser Auto hin. Wenn man schon sein Amt missbraucht, dann richtig. Was hat die Dame gesagt? So, nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Angenommen, ich wüsste jetzt nicht, was ich tun soll. Was ist das denn für ein Deutsch? Tun soll. Drücke ich hier Quadrat. Any ideas? We need Schroeder's apartment number. Wow, that looks like a beauty. Hat es der Typ gerade gesagt, der vorbeigelaufen ist? Okay, also wir brauchen Schroeder's apartment Nummer. Oh, hier gibt es einen coolen Anzug. Gab es damals schon elektrische Schreibmaschinen? Nach dem Krieg wahrscheinlich. Habt ihr jetzt auch wegen dem Umschnitt der Kamera drauf gewartet, dass eine Cutscene losgeht? Ey, hupst du mich gerade an oder was? Ich bin Polizist. Was ist hier für ein cooler Laden? Okay, die Tür hat auch einen goldenen Griff. Ah, guck mal, da hat der Kollege sein Auto geparkt. Ziemlich edle Kiste. Im Gegensatz zu unserem schäbigen Streifenwagen. Achso, einfach nach vorne drücken. So, dann gucken wir uns mal an, wo der Herr Schroeder wohnt. Schroeder, Apartment 2. Apartment 2, das hier sind nur die Briefkästen, also das ist nicht eine elektrische Klingel oder so. Okay. Dann gehen wir mal in Apartment 2. Und ich würde sagen, das ist auch schon unsere letzte Amtshandlung für heute. Ich will die erste Folge nicht ganz so lang machen, weil ich erst sehen muss, ob da alles passt. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Okay. Erste Action-Sequenz. Also L2 gedrückt haben für Nahkampf. Ey, du hast wohl nicht mehr alle. Ha, sehr gut. Das typische GTA-mäßig Blocksystem. Oh, schöner Headbutt. Das ist ja, nimmt ja fast hier...
Yakuza-mäßige Züge an hier. Ralph, you all right? Hat nur der Finisher gefehlt. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Naja gut, ich muss sagen, klar, der Gute hat uns jetzt angegriffen, weil er nicht festgenommen werden wollte. Aber er ist davon ausgegangen, dass seine Waffe sich in einem Schrank befindet. Ich nehme nicht an, dass der so ein guter Schauspieler ist, dass er uns das vorgespielt hat. Warum sollte er? So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie Termine. Mit Daten und irgendwelchen merkwürdigen Zahlen. Könnten natürlich zum Beispiel Schulden sein, dass ihm Artie Rosenberg, der alte Jude, 50 Lappen schuldet. Summers schuldet ihm 20. Frank Creer 40. Clayton 40. Oder es sind seine eigenen Schulden. Alle im September, Oktober, November gemacht. Was sollte es sonst sein? Wahrscheinlich handelt es sich um Geldbeträge. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Okay, Floyd Rose war der. Wouldn't come out of this all bright and shiny with a commendation, or stick our schlongs in a hornet's nest. Stick our schlongs in hornet's nest. Where you found it. Schlong für Schwanz habe ich auch noch nicht gehört. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass es sich dabei um Beträge handelt, war der Kriminalbeamte auf der Liste. Könnte natürlich sein, dass der den schmiert. Oh, was gucken wir uns da an? Sieht fast aus wie eine Traumsequenz. Da ist Cole Phelps. Okay, das sieht aus, als wären wir da zum Militär eingezogen worden. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fuck. Ah gut, ich kann es pausieren. Achtet mal drauf, wie unfassbar geil das Gesicht von diesem Sergeant sich bewegt, wenn der so artikuliert und spricht. Aber dadurch, dass halt der Rest, der Körper sich so hölzern bewegt und auch der Kopf irgendwie sich nicht so bewegt, wie er soll, kriegt ihr halt diesen typischen Uncanny Valley-Effekt. So, das Gesicht wirkt realistisch, aber wie, als wenn es auf einer Puppe aufgeklebt wäre. Bei was für einem Film war? Ah, bei Robocop. Bei der Urversion Robocop, da ist er ja so ein Roboter und von dem Officer Murphy ist nur noch so das Gesicht übrig. Das einzig Menschliche ist dann das Gesicht und so kommt mir das ein bisschen vor irgendwie. Achtet mal drauf. Ist echt interessant. God help this fucking country in the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Okay, keine Ahnung, was das jetzt für einen Hinweis geben sollte. Ich glaube, das sollte einfach nur einen Einblick in die Vergangenheit des Hauptcharakters geben. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan.
1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam on route. Okay, so bevor wir jetzt hier den ersten Unfall bauen. Ich weiß nicht, wie das Spiel speichert, ob das jetzt an der Stelle speichert. Ich nehme es mal an, weil der neue Auftrag angefangen hat. Moment, der Atmosphäre wegen, wir machen mal kurz die Sirene aus. Und stellen den Wagen hier links in diese wunderschöne Einfahrt. So. Aussteigen. Ja, ich steig nur aus, damit die Mucke ausgeht. So, mit diesem Ersteinblick in L.A. Noire will ich es für heute auch bewenden lassen. Sonst wird das hier zu lange. Ich finde jetzt bei Tag sieht es ganz anständig aus, aber ihr werdet mich für bekloppt halten. Ihr werdet mich ein bisschen für verrückt halten, aber ich bin fast versucht, das Spiel auf Schwarz-Weiß umzustellen, weil ich mir einrede, dass es dann noch atmosphärischer ist und dass es noch besser in dieses Genre passt. Okay, bei Tag sieht Schwarz-Weiß natürlich übel aus. Na, das blendet einem ja regelrecht. Aber mir hat das eben, als die, wenn diese Einblendungen immer kommen, wie das Kapitel heißt, und dann ist ja das Bild so schwarz-weiß, und das hat mich gerade so angesprochen, dass ich gedacht habe, ey Mann, es wäre vielleicht eine geile Idee, das in schwarz-weiß zu spielen. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse, so einen gewissen Charme. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob ihr es in schwarz-weiß haben wollt oder in Farbe. Und dann beuge ich mich einfach eurem Willen und dann spiele ich das für euch so, wie ihr das gerne hättet. Ich stelle es mal gerade nochmal auf farbig, damit ich den direkten Vergleich habe. Ah, hier wird übrigens gespeichert, sehe ich gerade. Ja, nee, das ist in Farbe, glaube ich, schon geiler. Nun gut, also. Ich mache gar nicht lang rum. Das war unser erstes gemeinsames L.A. Noire, auf das noch viele folgen. Also mir macht es bis jetzt Spaß. Man hat ja noch kaum was gesehen. Es macht einen guten Eindruck. Die Präsentation ist schön. Mir gefällt die Atmosphäre. Ich mag das Setting. Ich mag dieses typische Rockstar-mäßige von dem Spiel. Also es gefällt mir jetzt schon, wie sich das anfühlt. Das komplette Look and Feel, die Kameraführung, ja, mir gefällt es bis jetzt rundum, kann sich natürlich noch ändern, wenn der mich jetzt hier weiter nervt, aber naja, wir werden es sehen. Also ich verabscheue mich für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein, peace.